Ja, Felix Hoffmann hier nach einem grandiosen Sieg gegen Rasta Vechta. Ja. Felix, wie hast du das Spiel empfunden? Ja, also ich fand, dass wir ziemlich gut eingestellt ins Spiel gegangen sind. Hat man auch im ersten Viertel gesehen, wir haben nur 9 Punkte zugelassen. Das war ja, die Vorgabe vom Coach und auch von uns selber die ganze Woche. Wir wollten hart verteidigen, wollten den Spielern alles wegnehmen oder die Systeme wegnehmen. Das ist uns gut gelungen und dadurch konnten wir dann auch in der Offensive sehr gut spielen. Ich glaube, da sind uns 29 Punkte, muss ich mal kurz gucken. Ja, 29 Punkte gelungen. Und von daher waren wir gleich plus 20 nach 10 Minuten und das ist natürlich schon zu Hause sehr wichtig, dass man so ein Spiel startet. Dann hatten wir leider im zweiten Viertel ein paar schlechte Minuten, aber haben uns dann wieder zusammengerissen nach der Halbzeit und haben dann auch einen ordentlichen Sieg für die Fans und für das ganze Programm eingefahren. Ja, und ist es was Besonderes, gegen seinen alten Coach zu spielen? Denkt man da während dem Spiel dran? Für mich ehrlich gesagt war es ein Spiel. Also ich schätze einen Duck, aber für mich war es ein ganz normales Spiel. Ich wollte es gewinnen und der Coach hat schon gesagt, wir verteilen keine Geschenke und so war das für jeden von uns. Vielen Dank und feiert schön. Ja, danke.